Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Wir sind jetzt hier in diesem Riverside Institute. Wir haben gesehen hier, wie unser Nachbar Sanders rausgeführt wurde. Wir müssen jetzt natürlich fragen, was das für ein Dingens ist. Ja, natürlich kein Feuerzeug, kein gar nichts. Bleibt also nichts anderes übrig, als zu warten. Nur die Frage ist, warten worauf? Waren wir nicht eben in so einer unschönen Gummizelle? Ah, Steuerung ist auch. Das fühlt sich so wackelig an. Geht, okay. Das geht nicht. Also ich kann das Profil nicht aufrufen oder sonstiges. Auch kein Feuerzeug. Schleppender, humpelnder Gang. Hatte Pierce nicht in den Höhen gesagt? Offen. Last of them rises up. You will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs, I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute.
What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Riverside Institute. Ich sehe wieder vor mir, wie Bradley von diesem Mann ausgeweidet wird. War das wirklich Charles Hawkins? Meine Flucht, der Einsturz, unter dem Felsen eingesperrt zu sein. Hat sich jemand um mich gekümmert? Bradley lebt. Was ist das für ein Ort? Eine Art Anstalt? Sie brachten einen Mann aus seiner Zelle und... Bradley lebt! Eine Frau ist gekommen, um mich zu befreien. Sie arbeitet hier als Ärztin. Sie meint, dass Bradley sie geschickt hat. Sie eine Ablenkung schaffen wird, damit ich von den Wächtern unbemerkt nach oben komme. Kann ich ihr vertrauen? Gute Frage. Können wir hier irgendwie trauen? Oh, wir haben am Verstand eingebüßt. Das Ritual. In den Tunneln unter der Hawkins-Villa erlebt Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweidet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als tot geglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schafften es, aber ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Ist natürlich die Frage, können wir das überhaupt verhindern, dass wir wahnsinnig werden? Tätigkeit Raider. Charles Hawkins lebt, trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem dieser ihn erkannte. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in solchem Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Mary Coulton. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside Institute. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivitäten verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigene Untersuchung vorantreiben könnte. Schlafender Kultist. Sie liegen auf einem eisigen Stein. Es sieht aus, als wären sie tot, aber ihre Körper verwesen nicht. Befinden sie sich in einer Art Koma? Eines steht fest, diese Personen wurden einer Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Mensch bezeichnen kann. Auszug aus dem Notiz von Edward Pierce, Privatdetektiv. Und da haben wir wieder unsere Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne mit mir. Dann leuchten die Sterne. What does this mean? Sarah. Am I in an asylum? What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? Und warum gibt man den Stift, um in der Zelle rumzukraxeln? Come for you, Sarah.
Whatever. Can burn it. Paintings. Just escape. We will come for you. Vor allem, wie ist er an der Decke rangekommen? If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Meine treue Funzel, danke. Schickst du die Leute? Ach, das ist ein Deck und wieder okay. Ich dachte, da läuft jetzt irgendwas. Dr. Colden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Kids. I know. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Locked. Breviarium der Medizinbuch 1. Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von drei Bänden und ist das Hauptnachschlagewerk jedes erfahrenen Mediziners. Enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der großen medizinischen Universität gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden ist ungewöhnlich. Control wheel to mount on a plumbing system. Oh.
Good God. What could this machine be used for? Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Have I activated anything? Krankenakte von Francis Sanders. Der Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtanfall aus. What is going on here? It's locked. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ich habe, Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Wie Sie nur warnen, wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht eine Gefahr zu einer Explosion. Z. Allen, Mechaniker. Now for the next step. A duct. Bei der Kette ist sie. Bei der Kette, so heißt das heute. Bei der Kette. Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen Sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Fuller. Nochmal. This padlock is too complicated for me.
This padlock is too complicated for me. I'll go take a look. Hey! Ach, verdammt. Wie hast du mich erkannt, Junge? Nee. Sehr geduldig sein. I think we got a walker. Hey! Ach, Mist! Wie kann er mich denn ständig erkennen? Ich komme ja auch nicht dran an das Buch, wenn ich, ja. Gehen dann einfach jetzt mal auf die...
Ah, ich wusste, dass mir diese Probleme machen wird. Kann sich nur um Stunden handeln. Scopolamine, morphine, opium, nothing but common drugs. If I walk, I do not stop. If I do not stop, he does not catch me. If he does not catch me, I do not sleep. He does not call me. He does not call me. It's done. Now for the others. Nur eins sagen, Stealth ist jetzt eigentlich nicht so meine... Sarah Hawkins. She was a patient here.
Dementia? Self-inflicted wounds? Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Ist mir aufgefallen, wie laut seine Schritte sind, wenn er läuft. One, two, three, four, five, six. No, not six. Four, five. 2 days to go. Yeah, that's it. 4 days are enough. No more. Dates at the spread. That's the problem. I don't know what this date is. But the calculations. Yes.
Nimm nicht immer die große Funzel, Junge. Ja, lang. Ich tut mir echt leid, dass ich hier so. Ja, mit einer Funzel vorbei. Get me out! Don't let me sleep in here. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. And swells and has strength of oceans. Waves rise and crash, leaving behind them only trail of white nourishing foam. He is my master. He enters me. Yes, 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 yes. Thank you.
you. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you... What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Ich dachte, die KI ist jetzt ein bisschen dumm. Alles nochmal machen oder habe ich... Eine Religion. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're... What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm? You want sleeping? Yeah. You'll draw... So? I'll find you some... Go look... Wäre es natürlich praktisch gewesen, hätte... It's no use. The padlock won't give.
Noch ein Schlupf, noch ein Schlupf, noch ein Schlupf. With these chains on your wrist, you can't escape. The door is blocked on the other side. Langsam durchs, weil wie ihr seht, ich habe hier nur beschränkt Zeit.
Where do they keep their sleeping pills? My new friend's sleeping. I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Who's there? Feel it in my head. Get me out! Don't let me sleep in here. You want to be locked up, my friend. I don't want to. I'm not gonna sleep. I'm not gonna hear it anymore. Yes. Never yes. again. Yes. Make that impressive. Mm. What would impress me would be to not hear. What carnage. Theoretically, I've only got one lever to push. Thank you.
All the levers are activated. The door is blocked on the other side. Los, Junge. Achso. Diese Panikanfälle, aber wenn er im Krieg gedient hat und da irgendwas Schlimmes passiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er da so engen Raum echt Panik kriegt. Bleib ruhig, Piers, bleib ruhig. Wird gut. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Ja, ist auch klar. So, bevor wir aber weitermachen, ich mache hier einen Cut für diese Episode. Ich freue mich, euch bei der nächsten zu sehen. Es ist gerade mega spannend, ich will da endlich raus. Ja, und könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Wäre sehr nice, wäre sehr nett. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.